Da ich jetzt hier bin, lassen Sie mich kurz sagen, ich kann nicht umhin. Es gibt natürlich auch eine politische Partei in Bayern, die CSU. Hieß ja früher CSU, christlicher Seniorenunterschlupf. Aber Seehofer hat ja beim Personal auf Verjüngung gesetzt. Jung, weiblich, ahnungslos und willig. Die CSU ist sozusagen die lesbische Schwesterpartei der CDU. Hin und wieder kommt es auch zu Inzestfällen. Die Mitglieder zeichnen sich vorrangig dadurch aus, dass sie laut bellen, um im Norden Gehör zu finden. Überhaupt zeichnen sie sich ja fortwährend aus, weil das sonst niemand tut. Man erkennt Politiker dieser Vereinigung daran, dass sie entweder unbegabt Auto fahren oder voller Stolz und Inbrust uneheliche Kinder zeugen. Das Schönste, meine Damen und Herren, das sei hier gesagt, ist doch und bleibt hier das Münchner Oktoberfest. Oder wie wir Sachsen sagen, die Expedition ins Bierreich. Eröffnet wird das Oktoberfest, auch der Wildlederfasching genannt, traditionell mit dem Anzapfen des Fasses durch den Hohepriester Christian Ude persönlich. Er weiß, er ist der letzte erfolgreiche SPD-Politiker der Galaxis. Mit harten Schlägen treibt er den Zapfhahn in das Fass und erinnert dabei die Menschheit an das Martyrium der SPD, von harten Schlägen getrieben zu werden. Ganz im Sinne der tausendjährigen Überlieferung werden nach Vollendung dieser göttlichen Handlung die geheiligten Psalmverse "Wo Zopf ist!" Christian Ude, muss man sagen, ist wirklich der einzige Kabarettist, der mit den Händen und deshalb mit dem Zapfzeug umgehen kann. Deswegen haben die Kabarettisten auch immer zu ihm gesagt, mache du das mit dem O-Zapfe, kannst dir nebenbei als OB was dazu verdienen. Wer weiß, ob es nicht immer schlechte Zeiten gibt. Und man muss sagen, er macht das O-Zapfe wirklich richtig gut. Die erste Maß bekommt immer der bayerische Ministerpräsident. Aber diese jungen bayerischen Ministerpräsidenten, diese Nachfolgegeneration, die verträgt ja nicht mehr. Inzwischen hat der Ude ja nun schon den dritten Ministerpräsidenten durchgezapft. Ich muss sagen, ich bewundere ja wirklich ihre echt bayerischen Bedienungen, entweder aus Osteuropa oder aus dem Internet runtergeladen, die sich immer diesen enormen gesundheitlichen Schäden aussetzen, wenn sie sich in die Arbeitsuniform hier in sogenannte Dirndl zwängen. Ja, na Gott, andere Länder, andere Titten. Das Dirndl gilt als herzig, fällt es knapp aus, ist es offenherzig. Die Grenzen des Geschmacks sind nach oben und unten offen. Ja, beim Dirndl können ins Bodenlose gehen. Sollte das der Fall sein, gilt das Dirndl als modern. Die Herren tragen meistens kurze Lederhosen mit Kniestrümpfen, schwindsüchtige Unterschenkel, können mit Silikonprothesen nachgerüstet werden. Schön fand ich auch, wenn man hier die Wiesn besucht, da gibt es sogar ein Fundbüro, ja, war ich auch immer, hatte ich was verloren, da werden ja täglich Tausende von Sachen abgegeben, ja, auch etliche herrenlose Gebisse, manchmal auch das Gegenteil, nämlich Gebisse mit Herren werden abgegeben. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz was zum Bier sagen. Immer spannend ist ja die Höhe des Bierpreises, der wird aus dem DAX-Index hochgerechnet und ist reziprok an den Ölpreis gekoppelt. Deswegen kommen immer mehr Scheichs und russische Milliardäre auf die Wiese, weil sie sich mal was Luxus gönnen wollen. Ja, obwohl das ein bisschen unfair, überall auf der Welt gibt es schlechteres Bier zu höheren Preisen als hier. Deswegen ziehen ja auch die Römer seit 2000 Jahren nach Bayern, um die hiesigen Bierkeller leer zu trinken, einst mit Streitwagen, heute mit dem Wohnmobil. Dann möchte ich Ihnen noch was zum Bierkrug sagen, denn deswegen bin ich ja schließlich da. Ich habe den hier mitgebracht, hol den aus der Tasche, tatarata. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Maß misst exakt 1,069 Liter, deswegen fasst der Krug exakt 7% weniger, also genau einen Liter. Die Zielmarke von einem Liter ist aber auf der Wiesn noch niemals erreicht worden. Die Füllhöhe beträgt 80% beim Glaskrug, beim undurchsichtigen Steinkrug beträgt sie natürlich deutlich weniger. Das ist physikalisch ein bayerisches Paradoxum, denn überall auf der Erde verdrängt der schwere Stoff den leichten Stoff, nur auf der Wiese verdrängt der Schaum, also das leichte, das schwere, das Bier. Die Maß ist also geschrumpft, aber sonst in Bayern ist alles gewachsen. Die Brathühner haben 8 Flügel wegen der Chicken Wings. Die Schweine 8 Haxen, Sie wissen warum. Die Maßkrüge 2 Henkel für Linkshänder, für Rechtshänder. Nur das Bier ist geschrumpft. Wenn Sie jetzt, meine Damen und Herren, diesen Bierkrug genau betrachten, dann werden Sie bemerken, dass er durch einen heißluftgebackenen Tiefkühlteig-Rohling mit Grobsalzlaugenoberfläche in modischer Sonnenbrillenoptik geziert ist. Warum jetzt der heißluftgebackene Tiefkühlteig-Rohling mit Grobsalzlaugenoberfläche in modischer Sonnenbrillenoptik diesen komischen Namen hat, das liegt an der neuen EU-Verordnung. Auf Deutsch gesagt, Brezel heißt das Teil, darf man aber der EU nicht mehr sagen.
Da wird übrigens auch gerade eine Weißwurst-Tutzel-Verordnung abgearbeitet, nach der dürfen in Zukunft Weißwurste nur noch in OP-Kleidung auf der Intensivstation ausgezuzelt werden, wegen der Hygiene. Und in 10 Jahren darf Bier auf Volksfesten überhaupt nur noch intravenös verabreicht werden, auch wegen der Hygiene und der Pandemievorbeugung. Bis dahin darf natürlich angezapft werden. Man kann zusammenfassend sagen, die sächsische Erfindung Oktoberfest ist in München heimisch geworden. Das Konjunkturprogramm hat gegriffen. Sachsens Saat ist aufgegangen und wenn mich meine Oma Therese sagt, dann kann ich ihr das erzählen. Sie werden sich jetzt natürlich wundern, woher ich überhaupt so viel über Geschichte, Mathematik, Physik und das Oktoberfest weiß, will ich Ihnen sagen, Pisa, die Freiheit nehme ich mir. Wir Sachsen, wir sind die Pisa-Gewinner, Bayern liegt weit abgeschlagen auf Platz 2. Man kann also guten Gewissens sagen, die Bayern wissen alles, wir Sachsen wissen alles besser. Prost, meine Damen und Herren.